Zu einem Autounfall ist es am Freitagnachmittag in Schlutter bei Gandakesee gekommen. Dabei übersah ein aus dem Schlutterbring kommender 84-jähriger Fahrer die Vorfahrt einer 55-Jährigen, die aus Richtung Delmhorst kam. Der Fahrer setzte seine Fahrt über die Kreuzung fort und rammte die rechte Seite des gerade vor ihm vorbeifahrenden Fahrzeugs. Durch die große Wucht drehte sich der Wagen des Unfallverursachers einmal um die eigene Achse. Das gerammte Fahrzeug drehte sich ebenfalls und rutschte mit erheblichem Tempo mit dem Heck in den linken Straßengraben. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Die Polizei schätzt beide Fahrzeuge als Totalschäden ein.